So, liebes Internet, hier ist Alex Burger und ja, in diesem Video möchte ich euch kurz erklären, wie mein Plan aussieht, unglaublich schlau zu werden. Oder wie ich mich sozusagen weiterbilde. Und zwar drauf gekommen bin ich, weil ich bei YouTube, als ich eine Frage hatte, jemand entdeckt habe aus Australien, den Anthony Idle, der sich mit ähnlichen Themen beschäftigt wie ich und der auch ein ähnliches Konzept hat. Wobei er schon einen Schritt weiter ist. Und ich habe ihn erstmal direkt dann, oder habe mit ihm Skype-Call ausgemacht und einfach mal mit ihm drüber gequatscht, wie er so vorgeht. Und ja, wir haben uns sozusagen ausgetauscht. Und dabei bin ich wieder auf meine alte Taktik, also gekommen. Die besteht aus zwei Schritten. Der erste Schritt ist von Michael Dell, der das ganz gut auf den Punkt gebracht. Also ist nicht sein Schritt, aber er hat mal gesagt, never try to be the smartest person in the room. Ganz einfach, versuch nicht, der Schlauste in einem Raum zu sein. Du solltest immer dahin gehen, wo Leute sind, die mehr Ahnung haben als du, weil nur von denen kannst du lernen. Und was bringt es mir, wenn ich jetzt von einem Haufen Leuten irgendwas erzähle, die von nichts eine Ahnung haben? Da kann ich ja selber nichts lernen. Also, ich erkläre es denen natürlich trotzdem, das ist nämlich wieder der nächste Punkt. Ich teile mein Wissen mit jedem und versuche da auch möglichst, wie heißt das? Also, mein Ziel ist es nicht, mein Wissen teuer zu verkaufen und es geheim zu halten, sondern mein Ziel ist es immer, es mit möglichst vielen Leuten zu teilen, weil je mehr Leuten ich mein Wissen teile, desto mehr kann ich wieder von den Leuten lernen. Und oft ist es auch so gewesen, dass ich irgendjemandem was beigebracht habe und ja, man wird dann immer weiter gefragt, aber die Leute lernen natürlich auch selber was. Und wenn ich irgendeine Frage nicht beantworten kann, kann ich davon ausgehen, dass die die Lösung irgendwo finden. Und wenn ich im Nachhinein die Antwort auf diese Frage suche, dann kann ich sie wieder fragen. Also sprich, Wissen teilen zahlt sich auch auf jeden Fall aus. Genau, also versuch niemals der Schlauste in einem Raum zu sein und teile dein Wissen mit jedem, weil so lernst du am meisten. Das sind meine Tipps, so werdet ihr super schlau. Und ja, falls ihr Fragen habt, natürlich freue ich mich drüber, die beantworte ich auch sehr gerne, dann stellt einfach die Fragen und ich versuche dann dazu ein passendes, tolles Video zu machen. Okay, das war's, bis zum nächsten Mal.